Yo, what's up, Bros? Hier ist Nix in der Hausbombe. Party dabei mit Nix. Und eine neue Folge von Beyond Two Souls. Und jetzt fahren wir hier gerade mit dem Zug. Ganz gediegen hier durch den Wald. Richtig gruselig, heftig, deftig hier. Und jetzt pennt da anscheinend einer. Ach Gott. Ach, jetzt fliegen wir wieder hier mit der Aiden rum. Was können wir denn jetzt gerade machen? Nice, nicht schlecht, Herr Specht. Gut, müssen wir da jetzt rein oder was müssen wir da machen? Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was wir da jetzt gerade irgendwie machen müssen. Deswegen gucken wir einfach mal dumm jetzt dieses komische Teil uns da an. Ne? Ich habe nämlich jetzt gerade keine Ahnung, ob wir das jetzt zerstören müssen. Fliegen können wir irgendwie auch nicht. Ach, jetzt hat. Ach, jetzt verstehe ich jetzt, ja. So, ey. Jody. Aiden, hör auf damit. Oh, sie will doch einfach nur mal pennen. Sollen wir es jetzt nochmal machen? Okay, dann kitzeln wir den mal ein bisschen. Oder nee, wird einfach nur kalt. Solle, was können wir denn hier alles machen? Und schleudern wir das mal weg. Ja, Freundchen, hier. Damit hast du nicht gerechnet, oder? Können wir hier die Zeitung aus der Hand nehmen? Ja, jo, auf jeden Fall. Hier vielleicht auch noch ein bisschen. Oh, schade, die kriegen irgendwie gar keine Angst. Was ist jetzt? Jetzt warten die Bullen anscheinend auf die Jody, aber ich habe keine Ahnung. Solle, was können wir denn jetzt machen? Schleudern wir mal dem seinen Rucksack da weg. Es interessiert anscheinend wohl kein Schwein hier, ne? Dass hier paranormale Aktivität herrscht, ne? Schmarische Scheiße. Müssen wir jetzt wach werden. Aiden. Mann, ich hab doch gesagt... Guten Abend. Routine-Check. Ma'am, zurück auf den Platz, bitte. Scheiße, das ist sie! Das ist sie! Oh, jetzt müssen wir hier abhauen. Aiden hat's doch nur gut gemeint. Deswegen abhauen jetzt hier. Hopp, Jody. So, jetzt mal schnell das wegschleudern. Und ab geht's, Jody. Keine Zeit verlieren, wir müssen jetzt hier durch und jetzt hier auch noch durch, also ohne Witz, das erinnert mich wirklich ziemlich stark an Heavy Rain, aber das liegt ja auch wohl daran, dass es dieselben selben Entwickler sind wie von Heavy Rain. Jetzt haben wir dem Polizisten mal da ordentlich aufs Maul gegeben anscheinend. Genau, einfach mal den Kerl da wegschleudern. So, jetzt sieht es hier leicht aus wie bei Harry Potter, finde ich. So, jetzt klettern wir mal hier schnell aus dem Fenster. Hopp, 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 Jody. Was haben wir denn die Aiden? Genau, ab geht's. Raus hier mit dir. Boah, ich bin wieder total im Spiel drin, ey. Ohne Witz, sowas hasse ich beim Zocken. Jetzt gibt's aufs Maul hier, Jody. Gib aufs Maul, genau. Warum sucht die Polizei uns eigentlich? Das verstehe ich nicht. Warum? Was haben wir denn eigentlich Großartiges verbrochen? Klar, gut, die Jody ist halt eben, ja, wie soll man es anders sagen, boah, der hätte mich eiskalt erschossen, aber das wollen wir ja jetzt nicht, ne? Wir
wollen hier natürlich einfach nur verschwinden. Oh, gut, dem sind wir ja einfach prima entwischt. Hier ein bisschen auf dem Dach. So richtig schöne Action auf dem Dach, finde ich. Auch nicht schlecht, ne? Wie wir hier, so wie so Zirkusaffen, einfach hier schön auf dem Dach rumlaufen. Den Leuten aufs Maul geben. Was die denken, dass sie uns wirklich fertig machen können. Aber auf keinen Fall haben die eine Chance gegen uns. Ah, was für geile Moves wir haben. Ohne Scheiß. Das sind richtige Kings irgendwie. Vor allem die Jody, die ist ja, was weiß ich, wie alt ist denn die? 14, 15 bestimmt jetzt gerade. Und die hat ja richtig geile Moves drauf. Aber das ist ja auch nicht die... die Aiden verwendet, frage ich mich eigentlich, warum sie es nicht macht. Naja, egal. Schlagen wir einfach den Bullen mal da derbe fett in die Fresse. Ja, ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine krasse... so wie krass ich halt eben rede. Und das liegt einfach nur an GTA 5. So, jetzt nehmen wir sie. Und wo gehen wir jetzt mit ihr hin? Machen wir jetzt eine Zeitreise? Krasse Scheiße. Wow. Jetzt gibt's wohl anscheinend eine gewaltige Verfolgungsjagd hier. Hopp, steh mal auf. Hopp, steh mal auf, Jody. Aufstehen mit dir, genau. Du musst nämlich aufpassen, die Bullen sind nämlich hinter dir her. Laufen wir jetzt hier mal durch den dunklen Wald. Ist natürlich sehr aufregend hier, ne? Weil man weiß ja nie, was da hinter irgendeiner Ecke ist. Aber ja, zum Glück haben wir ja die Aiden. Wir müssen hier weg, bevor sie zurückkommen. Wo können wir denn hier schneller laufen? X, nein, Viereck, nein, Dreieck, nein. Die andere Seite! Na, sowas sagt man aber nicht. Und jetzt hier, genau, zum Glück haben wir ja dieses Militärtraining abgeschlossen. Aber das ist ja noch, die ist noch so jung, die hat eigentlich das Militärtraining noch nicht eigentlich wirklich abgeschlossen. Sondern nur wir, weil wir einfach voll die coolen Leute sind hier. Hammerhart, ne? Aber eigentlich ist es gar nicht mal so schwer, den Bullen hier abzuhauen, ne? Einfach schön gediegen, geradeaus. Weiß noch mal, ob ich überhaupt nach vorne drücken muss oder ob es automatisch läuft. Oder ob ich einfach nur... immer so nach unten, nach oben. Ist ja wirklich easy weasy, muss man schon sagen hier, ne? Was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt gefangen werden? Das wäre ja dann bestimmt nicht so aufregend. Hopp, 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 Jody! Wo ist eigentlich dieser Aiden, die Aiden, wo, wenn wir sie mal gebrauchen, ne? Können wir ruhig mal die scheiß Bullen hier irgendwie wegschleudern. Oh, jetzt schießen die auch noch auf mich. Hammerhart. Die übertreiben, ne? Einfach krass übertreiben. Wollen einfach mal die Jody hier tot sehen, ne? Was wären jetzt wirklich, wenn wir jetzt stehen geblieben wären und die Bullen hätten uns getroffen? Wären wir dann gestorben oder was wäre dann? Wir wollen natürlich hier jetzt nicht sterben. Das wäre ja dann richtig doof, ne? Das wäre ja dann richtig unprofessionell, ne? Unprofessionell. Genau, jetzt habe ich gerade keine Ahnung, wo ich langlaufen muss. Ich laufe einfach mal irgendwo lang, einfach mal straight ahead, ne? Das ist halt eben meine typische Vorgehensweise. Straight ahead. Nach links, nach rechts, nach links, würde ich mal sagen, ne? Ach, da sind die Bullen. Prima, jetzt werden wir fast noch in die Arme von der Bullerei gelaufen, ne? Das wäre ja dann natürlich nicht gerade besonders berauschend. Ich habe gerade keinen blassen Schimmer, wo wir langlaufen müssen. War das jetzt mit Absicht? Hopp, jetzt aber Aiden. Oh mein fucking Gott. Jetzt müssen wir hier uns mit zwei Hunden anlegen. Also meine Freundin darf sich das echt nicht anschauen, dass die... Weil die liebt ja Hunde. Und wenn die sieht, dass ich mich wieder mit Hunden anlege, dann gibt's ordentlich aufs Maul. Das ist genauso wie bei Splinter Cell. Da musste ich ja auch sogar ihr Lieblingshund mal töten. Und einfach mal hier treten. Ne? Aber ich frage mich eigentlich, warum... Warum holst du nicht Aiden? Aiden würde die Tiere einfach mal ganz locker wegschleudern, aber nö, macht sie nicht, ne? Sieht es wohl anscheinend nicht ein. Jetzt machst du es aber selber. Jetzt nimmst du den Stein hier und gibst ihm aufs Maul, genau.
Ah, jetzt hat der Hund aber ziemlich Schiss bekommen und haut jetzt ab. Genau, haut bloß ab, ihr kleinen Köter hier. Müssen wir jetzt weiter geradeaus? Ja, wir müssen straight ahead, gut. Ah, ne, da an die Wand anscheinend. Hopp, kletter hoch. Hopp, hoch mit dir. Genau, einfach mal hier schön hochklettern, ist ja kein Problem. Also das Spiel macht wirklich richtig Spaß. Es ist wirklich like Hollywood irgendwie, finde ich. Das hat ja auch mal der Spiegel gesagt, dass das so ein Spiel ist. Ja, sehr schön. Das ist so ein Spiel, was wirklich sich mit Hollywood vergleichen kann. Ich habe sogar, glaube ich, irgendwo den Ausschnitt da stehen, glaube ich. Ah ja, das Actionspiel mit Augenhöhe von Hollywood, genau. Ist was gesehen? Nichts außer Fenster dabei. Wie die uns nicht genau, sehen können. Sie es im Leben nicht. Einfach jetzt ganz ruhig bleiben. Wir wollen nämlich nicht erwischt werden. Sie ist uns entwischt. Wir brauchen die gottverdammten Hunde. Sofort. Okay, und jetzt müssen wir anscheinend weiter. Hopp. Jody, die Bullen sind ja immer noch dicht auf den Felsen, genau, Fersen. Weil wenn du jetzt... Da sind sogar die Bullen, da sieht man sogar das Blaulicht, ne? Aber nö, sie klettert einfach weiter. Einfach straight ahead, geradeaus, weiter, ne? Was machen wir denn jetzt? Sollen wir da jetzt hinlaufen und denen aufs Maul geben? Schade, wir können jetzt gerade mit der Aiden nichts machen, ne? Okay, ich habe jetzt auch gerade keine Ahnung, wo wir langlaufen müssen. Ich schätze mal, unter der Brücke müssen wir jetzt durch. Das ist der einzig schlaue Weg. Nein, Aiden, genau. Wo geht man jetzt hin? Was schleudern wir denn jetzt mal weg? Wollen wir mal die Bullen hier ein bisschen... wo könnte man denn was wegschleudern? Der Motorrad. Das ist perfekt. Genau, den würgen wir jetzt einfach mal, wenn es geht. Oder eben... Oder was machen wir denn jetzt eigentlich mit dem? Was müssen wir jetzt machen? Ich habe jetzt gerade keinen blassen Schimmer, was wir jetzt machen müssen, ne? Gut, dann gehen wir mal hier hin. Gut, was machen wir jetzt? Frieren wir da jetzt irgendwas ein oder was machen wir jetzt gerade? Oh, wir haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Ist ja mal cool. Gehen wir nochmal hier hin. Wo ist denn die jetzt gerade? Die Jory, die ist da hinten. Gut, anscheinend müssen wir jetzt wirklich zu dem Bullen da hinten hin, aber ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was wir gerade machen müssen. Ich brauche was, um sie abzulenken. Ach, genau so geht es. Ah, gut, jetzt sind wir der Bulle hier. Gut, was machen wir jetzt? Schlagen wir jetzt seine Kollegen zu Brei oder was machen wir jetzt? Ah, jetzt nimm sie... Oh, nö, also das ist jetzt wirklich, glaube ich, schon eine Nummer zu arg. Mike! Bist du verrückt? Bist du bescheuert? Die verdammte Knarre weg! Los! Hey! Was machst du denn, verflucht? Genau, hier schön rennen. Okay, Mike, jetzt sind wir auf die Fresse geflogen. Jetzt nimmt sie noch das Motorrad und fährt einfach weg. Geile Scheiße. Ah, hopp, jetzt hier aber ordentlich. Nee, Motorradreifen können nicht quietschen. Das ist unmöglich, weil ich fahre selber Motorrad und ich weiß, dass es nicht möglich ist. Oh, geil, das können wir sogar noch selber lenken. Geile Scheiße, machen wir hier mal eine schöne Motorradtour noch. Oh, oh Gott, eben habe ich schon gedacht, jetzt knallen wir da aber ordentlich gegen die scheiß Leitplanke dran. Boah, also das Lenken ist schon ist nicht ganz ohne, ne? Also ich sag's euch, bestimmt kommt dann... Was denn jetzt? Jetzt kann ich gar nichts mehr machen, oder wie? Ah doch, lenke ich jetzt selber?
Ajo. Ajo, ich lenke jetzt gerade selber. Oh, das ist ja mal richtig geile Film. Wie heißt's? So Film. Filmkamera. Scheiße. Oh, jetzt bin ich gerade total wieder im Spiel drin. Deswegen kann ich nicht richtig klar denken. Mein Gehirn ist gerade total an meinem Schwanz, weil ich gerade total einen Haken kriege wegen diesem geilen Spiel. Weil das macht mich total an irgendwie. Jetzt einfach straight ahead, einfach draufhalten. Dann halt eben nicht, dann bleib halt eben stehen. Ist auch okay, kein Problem. Die Bullen warten da ja nur. Krass, ey, ohne Witz, wie die übertreiben, ne? Ey, ohne Witz, der Typ sieht ein bisschen aus wie der Bulle da, der Detektiv von Heavy Rain, finde ich. Wir fahren direkt durch. Bist du bereit, Aiden? Sind wir bereit oder sind wir es nicht? Das werden wir jetzt noch machen. Es geht los. Und jetzt straight ahead, aber derbe. Ja, genau. Und jetzt einfach mal so ein Schutzschild. Und einfach straight ahead. Geile Scheiße, ohne Witz. Da kriegt man ja wirklich einen Ständer bei diesem Spiel. What the fuck, ist das geil! Sperre Tango. Ein Durchbruch. Ich wiederhole, Sperre durchbrochen. Sie fährt nach Bakertown. Geile Scheiße! Jetzt werden wir gleich schon wieder beschossen und fallen mal derbe fett auf die Fresse. Vorwärts, vorwärts! Achtung, Achtung, da kommt der. Der hat uns doch direkt im Visier. Gruppe 3, in Position! Sie sind umstellt. Ergeben Sie sich, dann wird niemandem etwas passieren. Sie wollen Ärger haben? Dann sollen Sie ihn kriegen. Zeig, was du kannst, Aiden. Okay, gut. Was machen wir denn jetzt? Nein, Aiden, das ist mein Versteck, nicht die Autos. Okay, sollen wir jetzt mal den Helikopter da irgendwie runterholen? Nö, okay. Gehen wir mal nach da. Können mal die Tankstelle hier wirklich. Und? Oh, die merken da überhaupt nichts, die Schwanzlutscher da, ne? Okay, gut, dann werden wir das mal. Jetzt werden wir mal den einnehmen. Und dann laufen wir mal ganz gemütlich jetzt da lang oder schmeißen einfach mal eine Granate hin. Ist ja auch nicht so wild. Kein Schwein hat was gecheckt. Und jetzt gibt's ein riesengroßes Feuerwerk. Scheiße. Was machen wir jetzt? Ja, genau so will ich sehen. So will ich sehen. Da ist doch noch irgendwo ein Scharfschütze, oder? Was können wir denn jetzt noch machen? Können wir vielleicht das Auto mal dorthin? Das Feuer einstellen! Und dann werden wir jetzt mal den Sniper-Typ wieder einnehmen und werden dann wahrscheinlich da irgendwelche Leute töten. Genau. Tötet man mal seine eigenen Leute? Was zur Hölle ist hier los? Oh, schade. Das hat mir gerade so Spaß gemacht. Können wir jetzt da irgendwas aufbrechen oder? Ah, nee, gehen wir mal zu denen da hinten hin.
will sie auf jeden Fall nicht. Ah, was mache ich denn da jetzt? Wen wollen wir denn sein? Was unternehmen? Genau nicht. Töten wir den mal. So, jetzt werden wir dich erwürgen, du kleiner Schwanzmensch. Was zur Hölle sollen wir jetzt tun? Eide, sie kommen! Du musst ihn davon Leib halten! Wo sind denn da welche? Die Tür, Eide, ich komme nicht rein! Genau! Mach die Tür auf! Mach die Tür auf und rein mit dir! Oh mein fucking Gott! Jetzt kommen sie! Gut, dann gehen wir mal nach da hinten. Was könnten wir denn jetzt hier machen? Sie kommen immer näher. Du musst mir helfen. Ja gut, ich will ja dir gerne helfen, aber ich weiß jetzt gerade selber nicht, was ich machen soll. Einfach mal vielleicht das Auto zu dehnen. Vielleicht fliegt es ja dann in die Luft. Nee, anscheinend wir nicht. Halt mich gleich. Komm schon, Eigen, helf mir. Ja, was denn? Was soll ich denn machen, bitteschön? Los, los, los! Sie kommen gleich rein. Los, du musst dich stoppen. Die Deckung! Tu doch was, Eide! Ja, was denn? Ich hab grad selber keine Ahnung, was ich machen soll. Scheiße! Ja, prima. Ich kenne den Helikopter hier mal. Helikopter! Hol das Ding aus der Luft! So, okay, gut, dann werden wir jetzt mal den seinen Körper. Komm rein, schnell, Alden! Dann werden wir jetzt einfach mal ihn in den Tod fliegen und die anderen gleich mitnehmen. Geile Scheiße, ohne Witz. Das bockt ja mal richtig krass. Sagen Sie ihnen, Sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen. Denn das nächste Mal werde ich Sie alle umbringen. Komm, Aiden. Ich glaube, Sie haben es kapiert.